Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von MudRunner Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo! Ja, wir haben in der letzten Folge aufgehört, hier mittendrin. Mitten im mit Wald. Mit dem Cliffhanger. Und den Cliffhanger werden wir jetzt lösen. Ich komme aus dem Wald raus, natürlich. Und ich stecke hier im Rasen fest und komme weder vorwärts noch rückwärts irgendwie voran. Also, ich stehe wirklich einfach. Pascal, wir hatten Speedrun gesagt. Mach hinne! Ja, ich komme nicht. Ich grabe mich nur weiter den Boden ein. Hast du Licht an? Ja! Ah, du siehst mein Licht ja nicht. Das haben wir schon in den letzten Folgen rausgefunden. Biege ich jetzt nach rechts ab und ziehe dich da raus? Ja, es ist kein so großer Umweg. Ich kann ja auch über den Matsch fahren. Es ach, geht. Da vorne bist du ja direkt. Du bist ja direkt um die Ecke. Direkt um die Ecke. Nö. Also, hast du erstmal nachgedacht, kommt man da durch den Wald? Durch von der Holzstation? Also, ich komme da locker durch. Du wirst wahrscheinlich nicht durchkommen, ja. Okay, cool. Ja, also du kommst durch. Also, wenn du ein bisschen die Augen aufmachst, dann ist das völlig fein. So, hier sind ja noch Berge. Und pass auf, dass du nicht in der Wiese einsinkst, plötzlich. Nach unten, ne? Das ist jetzt schon zweimal passiert. Auf dieser Wiese. Ja, meine Freunde, deshalb fährt man nämlich nicht einfach quer drüber, so wie Pascal, sondern am Rand lang. Man hat nämlich erstens mal Bäume und zweitens ist die Wiese dann auch fester, weil du schon Baumwurzeln hast. Moin. Besser. Ich hoffe, du bist ja wirklich. Das ist so ein Blöd. Moment. Ich bin vollkommen eingesunken. Ja, das meine ich ja mit. Ich werde plötzlich einfach nach unten weggezogen. Ich nehme dich vielleicht mal lieber vorne, ne? Am Haken. Oder kommst du raus? Scheiß so. Ich mach's, wie der Herr sagt. Ich fahre an den Bäumen entlang. Pass auf, da sind ab und zu so ein paar Hügel, ne? Oh ja, fertig zu sehen. Und rein anhängertechnisch etc. wäre es vielleicht schlau gewesen, wenn du erst das gemacht hättest und bei der Werkstatt vorbeigefahren, dort erst Anhänger dran gemacht. Aber ja, auch egal. Na dann. Viel Spaß. Gleich und danke für die Hilfe. Dann biegen wir jetzt hier links rein. Och, nö, schon wieder so ein matschiger Weg. Richtig, hier fahren ist echt entspannter. Ich sinkst da ja gar nicht ein. Gelernt vom Profi hat der Typ. Naja. Guck mal, hier kann ich dann so. Irgendwo muss ja jeder Profi sein, ne? Oh ne, jetzt sink ich doch ein. Hier. Rückwärts rein. So kommt man Tobi, ich komme nicht voran. Was hast du falsch gemacht? Du hast Bäume neben dir. Ja, ich bin hier gerade in der Stelle, wo keine Bäume neben mir sind, sondern neben mir nur ein Abhang ist. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist hier mal so eine Stelle ohne Bäume gerade. Ja, guck mal, wo ich da bin, Tobi. Da sind keine Bäume an der Stelle. Du, das juckt mich jetzt relativ wenig. Ja, ich komme aber nicht mehr weg. Das ist mir reichlich egal. Danke für deine Kameradschaft, nicht gleich. Ich hab grad schon meinen Weg abgeändert, Alter. Alter, hier ist ein liegender Baum schon auf dem Boden. Komm ich an dem raus? Kommst du doch voran? Ja, doch, tatsächlich. Und wenn du kommst doch voran. Du bewegst dich und damit kommst du voran. Okay. So einfach ist das. Ja, aber im Sumpf gibt's schon wesentlich weniger Wege als so im. Ich tu mir jetzt irgendwie durch den Wald hier durchkämpfen, mach. Nee. Also wie gesagt, mit Anhänger ist es halt schwieriger, ne? Ja, logisch. Aber ich werde schon irgendwo ankommen. Das stimmt. Aber ich mache mal Ego-Perspektive. Dann sehe ich mich auch, wo ich hinfahre. Obwohl, ja komm, ich fahre so rum. Pascal fährt dann lieber die Straße hier lang. Das ist wahrscheinlich deine Sicherung. Okay.
Brumm, 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 brumm. Oh, ich sehe jetzt schon wieder fest. Ach, oh, das ist ein Anhänger. Du kommst nicht um die kleinsten Kurven. Denkst du, so wird am Baum fest? Ich bin einfach nur gerade gefahren. Ich bin einfach nur geradeaus gefahren. Das würde ich ja auch gerne machen. Geht aber nicht, wenn geradeaus vorne ein Baum ist. Hier schafft es Beiladungen, während Pascal unterwegs ist. Schreibt jetzt in die Kommentare. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr zurück, wegen diesem, weil der Drehschemel blockiert. Das kratzt mich an. Ja, der macht schon zwei Laden und ich koppel den Anhänger ab. Ansonsten, ja, koppel ab, fahr an der Werkstatt vorbei und nimm da wieder dran. Nö, du machst zwei Ladungen. Ja, dann habe ich ja die Werkstatt, drei Beobachtungspunkte. Du nimmst doch hauptsächlich auf, das muss bei dir das Spannendste passieren. Wenn ich immer nur die Person, die Drama-Queen der Folge bin und die ganze Aufmerksamkeit bei mir liegt, dann muss ich ja mehr schneiden dann. Weißt du? So, wenn bei dir alles Spannende passiert, dann muss ich weniger schneiden, weil auf dich ist das Bild standardmäßig gerichtet. Die Frage ist, ob es bei mir wirklich spannend ist. Ja, wenn du mehr machst als ich. Ja, nur weil ich mehr mach. So, wir haben eine Holzstation. Außer jetzt war. Die Werkstatt ist ja da oben. Bäh. Hey. Warte mal, ist das wirklich die Route, die ich mir rausgesucht habe? Nee. Du fährst ja komplett neben dem Weg. Ich bin ein Stück zu früh abgebogen. Sehr gut. Ich wollte eigentlich erst hier hinten abbiegen. Also soll ich jetzt einen Anhänger mir auch holen in der Werkstatt, mir zurückfahren, oder? Ist mir egal. Ja, okay, dann mach ich. Dann hol ich noch einen Anhänger. Nee, jetzt ist hier so ein Baum hinter mir, ey. Oh, diese in Perspektive rückwärts fahren, ja. Und ich verkacke erst zweimal, ich verkacke gleich zweimal die Richtung. Der kann sich auch gleich umbringen, weil in Perspektive rückwärts, also. Ich habe keinen Anhänger, immerhin. Na gut. Aua! Was ist das denn? Du hast keinen Schaden bekommen, auf der einfachsten Map. Ich wollte so einen kleinen Minibaum umfahren, hab dafür 100 Schieß-mich-tot-Schaden bekommen. Und dann bin ich damit zu 10 km/h gegen den größten Baum gefahren, den ich gar nicht gesehen habe. Und hab dafür nochmal 200 irgendwas Schaden bekommen. Nee, insgesamt 200 irgendwas Schaden. Trotzdem. Jetzt kann ich ordentlich Schaden bekommen. Oh. Naja. 200. Hast du einen Ersatzrad bei 600. Dir dabei? Nö. Ja. Aber ich hab ja gerade mal ein Drittel Schaden, also. Ich mach noch kein Popcorn im Auspuff, also alles in Ordnung. Ey, ist das schon ein Stück? Ich dachte, das wäre weniger als ich. So irgendwie Richtung Pascal, damit ich den nochmal rausziehen kann, wenn es nötig ist. Steckt er nicht fest? Ja, aber du wirst steckfest. Steckfesten vor allem. Ja, ich werde steckfesten. Warum sind hier Bäume? Werden hier Bäume nicht hingepflanzt? Ja, zwischen den Bäumen mich durchquetschen wieder. Wie soll ich das denn mit Anhänger Rückzug schaffen, mich durch die Bäume durchzuquetschen? Keine Fragen stellen, ich werde das dann schon schaffen. Ich gehe baden dabei. Dann viel Spaß beim Baden. Das ist schon ein großer See. Wo bist du? An dem See. Ah, okay. Die Kunst zu erkennen, welche Bäume umknicken und welche nicht. Ja, und welche beim Umknicken dir noch Schaden geben. Vollgetankt. Anhänger ist dran.
Machen wir einfach mal YOLO hier rein. Hier wird schon ein Weg sein. Ja. Ach, guck mal, da ist ein Weg. Ich fahre jetzt ohne. Ist das deine Aufgabe oder hast du nichts dazu zu tun? Was? Hast du denn noch was zu tun oder? Gerade habe ich nichts zu tun, ne? Okay. Ich fahre einfach nur gen Norden. Naja. Dann, dann liegt der Fokus des Let's Plays mal wieder auf mir. Und ihr könnt mir zusehen, wie ich jetzt meine Fuhre Holz nochmal abtransportiere, ablade. Wo muss ich denn hier hin? Also von Phobis ist ja eh immer langweilig, ne? Spannendes passiert dann nur bei mir. Ah, ich denn hier durchpassen, ne? Ich hab einen Schaden bekommen! Oh, nein. Dieser mistige Stein. Dieser miese Stein. Ja, nee. Komm ich hier mit dem Animal. Bitte, dass wir mit dem Animal durchpassen. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin mit dem Animal durch. Brumm. Ich hab einen Schaden. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da durchkomme mit dem Animal. Trauma, ey. Du hast Schaden. Du in Behandlung. Also ich hab keinen Schaden aktuell mehr. Ah. Ich glaube, ich habe deinen Holzanhänger gefunden. Der müsste irgendwo im Wald da stehen. Ne? Ich sehe schon, ja. Naja, ich kam halt wieder voran, also. Adios, amigo. Ja. Nee, da komme ich nicht durch. Ja, probieren wir es mal lieber ein bisschen weiter links hier. Krieg ich den rumgehauen? Na, ja, nicht ganz. Dann fahren wir hier zwischendurch. Ja, guck mal, das passt doch hier. Die passt doch. Die passt alles. So. Oh, die ist wieder hell. Yay. Kann man Licht ausmachen. Das lasse ich an. Meine Batterie schon. So. Einmal Kurzholz. Kannst den Anhänger liegen lassen. Du bist jetzt auch da, Tourist-Nummer. Cool. Ja, okay, mittlerweile bin ich wieder in der Holzstation. Okay, der Anhänger abgekoppelt. Man kann es mir einfacher machen, ja. Aber das ist erstmal in der Geschichte, dass Tobi mehr Holz als ich transportiert hat. Wo bist du da festgesteckt? Der Anhänger steht doch mitten im Freien. Ja, ich kam manchmal durch die Bäume durch mit dem Anhänger. Der hat dann seine Bäume verklemmt. Wie in der dritten Folge. Der Anhänger steht doch mitten im Freien. Ja, aber ich kam mit dem Truck nicht mehr voran. Ich habe 3 Schaden bekommen. Hat wohl ein Blech ein bisschen zerbogen. Jetzt habe ich schon 4 Schaden. Das wird langsam schon kritisch, ne? Ja. Merk schon. Ich habe aktuell einen Schaden. Wo habe ich. Irgendein doofer Stein. Naja. Irgendein doofer Stein hat deine Achse berührt. Warte, wartest du noch kurz auf mich? Ich bin nämlich auch sofort da. Okay. Fahren wir zusammen Konvoi. Dann warte ich hier. Haha, die Vögel fliegen sogar auf. Wo bist du? Hier auf dem Weg. Ich schau gleich mal. Der Karte. So, ach, da unten auf dem Weg bist du schon. Okay, also einmal hier irgendwie durch den Wald durch. Siehst du meine Route so ungefähr? Ja. Ich sehe dich ja. Ich sehe dich ja. Naja, aber da wo ich bin. Wir haben kein einziges Fahrzeug freigeschaltet. Stimmt, das wollte ich nicht machen. Ja, komm, Fahrzeuge freischalten. Ja. Da gibt es auch keinen Erfolg für, also daher. Echt? Gibt keinen Erfolg dafür? Also dann ist es scheißegal, dann lass mal. Und du musst Holz abliefern und fertig. Wir brauchen die Fahrzeuge eh nie. Oh wow. Hier ging ein Baumstumpf mit meinem Reifen gefahren. Wir sind da wieder voran.
Fahr schon mal rückwärts ran. Was soll das hier heißen? Wo ich nicht fahren könnte. Du und Wälder, ich habe schlechte Erfahrung. Ja. Hast du auch einen Traum auf in der dritten Folge? Nicht nur davon. Als von sie sind Wälder so schlecht. Oh, guck mal, der guckt da raus. Ah, hallo. Mahlzeit. Falsche Richtung. Ja, ich biege ja gerade ab. Hab nur. Du hast mich wieder hingelenkt. Ich habe einen etwas größeren Lenkkreis. Du hast exakt den gleichen wie ich. Na, vielleicht. So, jetzt in Perspektive auf geht's. Auf dem Weg fahren kann jeder. Ich fahre neben dem Weg. Das ist voll cooler. Ich fahre hinterher. Der Weg ist relativ fest, deshalb. Ich fahre hinterher. Muss ich ja selber keinen Weg setzen. Ja, wobei. Fahren wir lang. Ja, warte. Fahren wir rechts ran. Der Weg ist mir zu matschig. Bin ich early. Deine Aussage vor 30 Sekunden. Der Weg ist. Ja, der Weg, der ist nicht so matschig. Aber der andere Weg, der nach Süden führt, der ist matschig. Ja, Baum. Den bist du ja noch. Wo bist du jetzt einen Baum getroffen? Der hier. Ich dachte, du fährst mir hinterher. Ja, ich bin zu stark eingelenkt. Ich dachte, du hast schon ein paar Spielstunden in LS und so. Oh, ja, aber LS lenkt sich doch ganz anders als das Ding hier. Das fährt sich doch ganz viel komplizierter. Vor allem mit der Differentialsperre. Weißt du, was ich interessant finde? Ich habe einen Auspuff gerade. Und ich merke schon. Bei mir wird mein Auspuff angezeigt, aber deiner nicht. Bei mir wird deiner auch nicht angezeigt. Okay. Haben sie sich also ein bisschen Verbindungskram gespart? Naja, bist du ja meins auch nicht. Warum bin ich jetzt vor dir? Weil du über Steine gefahren bist. Weiß ich, ich hab so eine Verfeindung mit Steinen, deshalb bin ich nicht den Weg gefahren. Oh, von Steine? Lang, hab ich gar nicht gesehen. Lang. Du, wo lang fahren wir jetzt? Jetzt soll deine Route noch ein bisschen länger. Ne, gerade hatte ich gar keine Route, also daher. Ach so, auch nicht. Der Weg war hier gar nicht so schlecht. Hier haben wir zwar kein Wasser dazwischen, aber guck mal, da drüben ist der See. Ah ja, das sieht schön aus. Der Beobachtungspunkt. Ja, war eine tolle Stelle. Warum bin ich da nicht hingefahren? Ich denke immer nie. Weißt du, was bei mir so ein bisschen das Problem ist mit dem Rauch? Dann denke ich immer, da ist irgendein Wasser oder so. Oh, den Schaden. Da wolltest du Steine meiden. Ja, ne. Hör auf zu kuscheln. Ich mag das nicht. Junge. Wie meinte ich heute einmal? Corona geht schon viel zu lange. Eieieiei. Jetzt will der auch schon mit Autos kuscheln. Eieieiei. Ich habe schon 20 Schaden, ich glaube, ich muss mal reparieren. Oh. Ne? Achievement Holzfäller. Was hast du jetzt erst bekommen? Du bist zu viel regelkonform gefahren. Bäume umfahren. Ach so, ich habe ja Baum umgefahren. Fahr Hunde Bäume um oder so. Ja, irgendwas mit 100 war da. Okay, ich repariere mal ganz kurz. Die 20 Schaden, das geht ja nicht. Hier ist aber, wenn Tobi irgendwie stehen bleibt für irgendwas, dann löffel ich ein paar Löffel von meinem Schokomüsli. Rechtsklick, au. Rechtsklick, Ersatzrad, selber. Und Pascal kann man nicht reparieren. Sehr gut. Er hat einen Schaden. Kann ich nicht reparieren. Er ist irreparabel. Doch, du hast den einen Schaden repariert. Ich habe jetzt 0 Schaden. Okay, interessant. Fahr mir bitte nicht direkt auf die Füße.
Ich guck gerade erstmal. Ich roll rückwärts den Berg runter. Sehr gut. Mach die Handbremse rein, das nächste Mal, wenn du müsste ist. Wenn ich vergesse, wieder rauszumachen und dann sind das wie in Folge 3, So. ist der Rest der Folge drin, lass, wenn du mich abschleppen musst. Ach, Junge, das ist ja wirklich die ganze. Oh. Ja, Alter, im Schnitt, das war. Ich habe im Schnitt durchweg gelacht. Warte kurz auf Fahr mich hinter lieber den rechts Bäumen. rum, ne? Fahr lieber hier, bei wo ich hier links lang bin in dem Baum, fahr lieber rechts lang. So einfach irgendwie vorbeizukommen, nur. Ja, nee, nicht vorbei, sondern hier durch die Stümpfe hier Was ist das denn durch die hier? Dünnen. Was machst denn du? Ich hänge den Baum fest. So, wo dann soll ich jetzt. Du sollst direkt geradeaus zu mir, nicht irgendwie drumherum. Durch die Bäume, nicht da lang. Oh. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen. Oben lang, über den Hügel. Nein. Okay, ich lasse es. Ui. Ich wollte gerade sagen, das war eine sehr gefährliche Schieflage, Tobi. Ich habe nur 38 Schaden bekommen. Nur? Sehr nett. Soll ich dich wieder umkippen, ne? Er war oben auf dem Hügel, ne? Ja, oben auf den Hügel fahre ich nicht drauf, sonst fahre ich auch noch runter. Nein, du sollst auf die andere Seite vom Hügel, nicht in diesen Matsch rein. Hä? Guck mal, Soll ich dich du hast, dann du hast doch diese, du auf hast die doch Schieflage diese. wieder hochziehen oder wie? Ja. Hier ist es ja nicht mehr ganz so Unterkippst oder schief. wie? Nee, ich bin ein Stück gerutscht, also. Ja, du sollst ja nicht so fahren. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Ist mir auch Du setzt ein Stück aufgefallen. zurück. Setz ein Stück zurück nochmal. Genau. Da hoch. Ohne umzukippen. Bitte. Ich finde, es ist ganz komisch, weil ich keinen Motorsound von dir habe. Du bewegst dich einfach still. Echt? Das ist kein Motorsound von mir? Nee. Lol. So, und jetzt solltest du mich noch anwenden können. Ja. Du hast die falsche Seite genommen. Ach so, ja, stimmt. Moment, die Hälfte habe ich schon geschafft. Die Hälfte habe ich schon geschafft. Junge, Junge, Junge. Sonst fahr. Ich zieh dich hoch, weiter. Dass du ja nicht runterkippst. Okay. Ich mache mich dann mal auf den Hätte Weg, ich einen ne? Kran, könnte man die Holzstämme aus dem Wasser wieder rausfischen, ne? Wenn du kurz zur Werkstatt fahren willst, ja. Nee. Ja, Ich warte einfach wir kurz, brauchen bis du jetzt. wieder da bist. Das Ding ist, in der Theorie brauchen wir nur eins. Das heißt, eigentlich könnte man das mit dem Kran mal testen. Nee, machen wir nicht. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Zeitraffer. In dem Zeitraffer fährt Tobi einmal zur Holzdingens, holt sich neues Holz und kommt wieder hierher und dann fahren wir weiter. Thank you.
2 Holzhalungen später. Und 40 Minuten später auch. Ja, du hast du geguckt. Schön für dich. Ja, man sieht hier 2 Holzladungen, da ist ein Reparaturfahrzeug. Was ist wohl passiert? Richtig, ich habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Ihr habt es ja im Livestream, Geil, was ist mit mir heute los? Ihr habt es ja im Zeitraffer gesehen. Aber gut, dass wir die letzte Folge nach 23 Minuten beendet haben. Die Folge wird länger werden. Willst gut, hast du nochmal sagen? Ich hatte, bevor wir die auch in 03 weitergemacht haben, Tobi schon mal gesagt. Deswegen, fahr du mal vor. Ich folg dir wieder unauffällig. Ja, es war nur 3 Meter, haha. Es war nur 3 Meter hier gefühlt. Hier in den Weg. Nicht so schnell, ich muss hinterherkommen noch. Oh, 14 Schaden. Aufgrund von Steinen. Ich habe auch 44 bekommen. Hey, wir sind ja schon da. Ja, ich sag ja, das ist mein Problem. Oh, am Holzstapel nochmal hängen geblieben. Oh, 50 Schaden. Oh, die hinten nochmal reingecrashed. Ich glaube, ich kann nicht mehr fahren heute. Ich sollte vielleicht die Handbremse reinmachen, wenn ich an der Steigung stehe. Aber gut, dass wir die Map jetzt fertig haben. Wir haben ja nur 55 Minuten gebraucht. Nee, ja. Ich habe 55 Minuten gespielt. Ich war ein größter Abwesend. Ah, okay, doch. Es ist Trucks freigeschaltet. Da gibt's einen Erfolg. Ah, okay. Und wie lange hast du gespielt? 1:34. Okay, bei mir sind es 55 Minuten. Liegt einfach daran, dass wenn du schon ein paar Minuten inaktiv bist, dass du vom Server geschmissen wirst. Deswegen, ja. Oh Gott. Ja. Aber gut. Ich glaube, viel braucht man dazu nicht mehr sagen. Nee. Das im Speedrun hat doch nicht ganz so geklappt. Es hätte ja geklappt. Wäre dann so dumm. Wäre ich nicht 30 Mal stecken geblieben und du nicht 2 Mal umgekippt. Naja, es war ja eigentlich so, dass ich umgekippt bin, weißt du. Wir hätten einfach die 3 Meter noch fahren müssen und dann wären wir fertig gewesen, so mäßig, ja. So, ich hätte mir die letzte Stunde Arbeit ersparen können. Ja, also genau, es gibt hier halt noch den Bergab, es gibt Überschwemmung und dann haben wir noch die 3 DLCs, das Tal, der Bergkamm und Felshügel. Die werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Am Ende gucken wir vielleicht überhaupt, wenn die Insel nochmal spielen. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, was ist von dieser Folge? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.